Jo, servus und hallo, ich bin MacBurago, das hier ist Let's Play Heavy Metal. Wir sind hier dabei, über diese Brücke zu laufen. Dadurch, dass es in der letzten Folge ein wenig spannend war, besonders als wir so den Fireblock hinterher wollten, habe ich jetzt kurz nochmal gespeichert. Wir werden einfach gleich mal Vollspeed laufen und mal schauen, was passiert. Ob wir damit, war ein netter Ansatz, hat aber so nicht funktioniert. Irgendwie meint er nach einer Weile, meint die Dame einfach nicht mehr laufen zu wollen. Momentan bin ich da jetzt ein bisschen überfragt, was wir hier tun sollen. Sehr merkwürdig. Die Idee ist wohl wahrscheinlich die, einmal hier rüber rennen, weil es geht, dann hier den Abzweig nehmen und auf den ja. War eine super Idee. Nur die Ausführung hapert ein wenig. Ja, oder einfach geradeaus durch. Warum das jetzt nicht bei den ersten Malen gleich funktioniert, ist mir ein Rätsel. Jetzt schon wieder hier. Da haben wir wieder einen von diesen. Wenn sie nicht so richtig bewegen lässt, ist mir jetzt ein Rätsel. Dafür sind wir im Wasser. Also im Prinzip kann man doch irgendwie hier geradeaus rüberlaufen. Ich denke mal, wir wissen jetzt, dass einer von dem Freund kommt. Okay, mit Waffenpower wird das hier nichts. Also bleiben wir doch bei der Schwertvariante. Wir sind hier rübergekommen. Wahrscheinlich erstmal in Ruhe. Ich denke, wir machen uns erstmal auf hier das Health zusammen. Da drüben haben wir auch noch einen Apfel. Schnell gesammelt. Irgendwie, das war jetzt nicht die ganz faire Variante von dem Herrn, uns einfach so in diese, naja, Pflanze zu schubsen. Ja. Auch ein neues. Mittlerweile wissen wir ja, wie wir jetzt über diese lustige
Nein, wir wissen es immer noch nicht. Das Fiese ist einfach dabei, während man hier läuft, auf einmal diese Fixkamera, die doch stark die Perspektive einschränkt. So, wir gehen mal schnell den Apfel an. Halten uns dann schön brav. Der Vogel ist doch ein bisschen nervig. Jetzt haben wir erstmal den Vogel erledigt. Damit haben wir erstmal genug. Ja, und wir haben ihn überraschendweise erledigt und haben seine Waffe eingesagt. Sieht aus wie ein riesen Dudelsack. Ja, ein paar von den Freunden hier. Was er dann eher so noch Formsache ist. So, damit schnell nochmal hier den Apfel geschnappt. Damit haben wir unseren ersten Soul Harvester, unseren Seelenernter, erledigt. Wir folgen den Pfad hier weiter, wobei doch interessant ist. Mal schauen, wie wir dort weiterkommen, ob wir da was mit Detonator machen können. Von denen haben wir ja immer noch ein paar rumflattern. Mal gucken. Wir hatten ja gelernt, dass die lustigen roten Asteroiden ja grün, radioaktiv und explosiv sind. Und wir sind weiter in einen neuen Bereich. Und haben da lebende Bäume. Und wieder mal eine Cutscene. Schauen wir mal an, was dem Kleinen da fehlt. What's the matter, big fella? Step on thing. Foot hurt. Oh. Auf dem Arm tut der Fuß weh. Let's take a look. Oh, looks like you stepped on something. That can't be comfy. Want some help? Ja. Oh, yes. Please, nice lady. It hurt. Here you go. Hey, it's a shield. This could come in handy. Ein schickes, hübsches, neues Schild haben wir uns bekommen. Around. Oh, thank you, lady. Pain gone. What's your name? My name's Julie. What's yours? Me, Obadiah. I live here. You help me. You friend. I love new friends. Easy, Humongo. I'm not looking for a commitment quite yet. But you could do me a favor. Me help Julie. Well, I could use a lift over to the swamps. Think you could take me there? Oh, yes. But swamp dangerous for little friend. I can handle it, Obadiah. Okay, pretty Julie. I take you there. Ein großer, neuer, netter Freund, der uns erstmal ein bisschen durch die Gegend trägt. Ja, damit sind wir wahrscheinlich aus diesen Höhen und den Sümpfen ein Stückchen weiter. Sehr komfortable Art und Weise zu reisen, wie ich persönlich Thanks, finde. Obadiah. See you around. Jo, danke, Obadiah. Bye, Julie. Okay, was? I can use these in my sling. Hier haben wir ein paar lustige Bienenwaben. Wir sollten erstmal ausrüsten, natürlich auch unser neu gefundenes Schild. Aha, was haben wir denn hier? Oh, ho, 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 ho.
Das Schild hat nur einen kleinen Nachteil, wie wir gerade merken. Man kann mit ihm nicht laufen. Aber jetzt kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingswaffen. Schauen wir uns das Prachtstück mal an. Sammeln wir noch die Hells ein. Mein Lieblingsschwert, das Kettensägenschwert. Dieses rüsten wir auch gleich erstmal aus. Was haben wir denn hier? Das ist so der richtige Unkrautvernichter, den man so braucht. Was mir ein bisschen skeptisch macht, sind die Freunde da. Da gehe ich lieber mal auf Nummer sicher. Erstmal doch in dem Fall wieder das Schild ausrüsten. Und das Feuerschwert, weil mir sind die Teile da nicht ganz geheuer. Okay. Alles klar, das sind nervige Giftkapseln. Okay. Die auch dazu noch immer wieder respawnen. Auch lustige Kapseln, die hier uns umbringen wollen. Interessant, wie schnell das Zeug wächst. Wir gehen nochmal hier kurz hier lang und schauen uns mal in diese Richtung um. Ja, da sind wieder ein paar von denen hier. Einmal schick die Kombi. Das ist auch ziemlich übel, dass uns das Wasser umbringt. Erst recht, wenn wir gar nicht dafür können, dass wir da reingestoßen werden. So. Hier haben wir wieder die Hals, kurz wieder das Feuerschwert. Das große Schild. Jetzt sammeln wir hier wieder mal unsere. Oh, noch nicht. Wir kümmern uns erstmal um die Freunde hier. Der kommt. Da kommt gleich ein Kumpel. Das war. Und hier jetzt die Kombi. Einmal sauber mittig durchgeteilt. Wir sammeln hier wieder unser Motorschwert ein. That could help in this place. Man den Freund, der hier böse wird. Keyboarder. Und hinein. Dann kurz mal wieder zurück in die andere Richtung. Um uns da nochmal umzuschauen.
da haben wir ihn. Und da wieder mal kurz die Kombi. Und da. Der ist hier lang durch. Das, was hier ein bisschen tricky erscheint, ist, hier sind überall diese komischen Eier, die dann platzen, wenn wir sie berühren. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Damit haben wir die auch ausgelöst und kommen erstmal hier weiter. Oh. Na, komm ran. Hier einmal die Kombi. So, damit war er das auch. Wir schauen uns hier hinten nochmal um. Ich bin dafür, wir gehen noch mal kurz hier nach hier oben. Schnappen. Bleiben auch da oben, wenn wir nach oben gegangen sind. So. Und schnappen uns hier noch mal das Äpfelchen. Und hier bleiben wir dann auch stehen, denn das war's schon wieder mit Let's Play Heavy Metal Fake 2. Ich bin MacBurago, der sich immer noch sehr gern über Kommentare, Daumen nach oben freut. Wenn es euch sehr gut gefällt, abonniert meinen Kanal. Bis dahin sage ich immer Servus und die.